Hey und willkommen zur nächsten Folge von Minecraft Craft Attack 7. Heute wieder Livestream. Schaut vorbei, wenn ihr Zeit Lust habt. Und heute auch wieder eine ganz besondere Folge. Einerseits im Stream ist was passiert. Habe ich nochmal eine kurze Szene rausgeschnitten. Ich will nicht so viele Streamerschnitte eigentlich machen, auch damit halt Leute, die den gesehen haben, auch was Neues zum Gucken haben. Aber die würde ich gerne nochmal zeigen. War so ein kleines Highlight. Ging darum, dass wir Petrit und Obsidian eingebaut hatten als Strafe. Ansonsten kleine Rundtour, was in dem Stream noch so passiert ist. Ich habe die Guardian-Farm beendet, habt ihr in der ersten Folge gesehen, die werde ich nochmal per Infokarte verlinken, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, eventuell mal reinklicken. Ansonsten hat Revi jetzt oben auch ein Luftschiff oben drüber gebaut, damit ihr darüber schießen kann Richtung Petrit oder wie auch immer. Ich glaube nicht, dass es klappt, sind über 100 Blöcke. Das wird ein bisschen schwer, wir haben den anderen Raid gestartet und ich habe auch noch hier vorne ein bisschen was gebaut und oh, Raid is remaining, sehr gut. Irgendwo ist anscheinend noch ein übrig gebliebener Raid. Ja, passt. Egal, wir gucken gleich mal. Bevor wir loslegen, falls ihr neu seid und mich noch nicht kennt, mich würde es freuen, wenn ihr nicht vergesst, den Kanal zu abonnieren. Dann landen alle weiteren Folgen bei euch in der Abo-Box. Das wäre echt super praktisch. Vielen Dank, wenn ihr dran denkt. Hilft mir extremst. Und ja, wir machen uns mal los und gucken mal, was hier schon wieder abgeht. Ja, leider weiß ich nicht genau, aus welcher Richtung die gekommen sind ursprünglich. Und ich habe jetzt auch nichts mehr gefunden. Deswegen ist erstmal egal. Das, ja, lasse ich den Raid so. Vielleicht manchmal spawnen die auf den Bergen noch oder ähnliches, aber müssen wir mal gucken. Ansonsten auch noch aus dem Stream, ich habe jetzt mal hier vorne aufgeräumt und zwar, hier geht es ja hoch Richtung zu meiner Base. Und warum ist da ein Cobblestone drin? Leute, hat sich wieder einer lang gebaut. Ich habe den Wasseraufzug gemacht, damit man ein bisschen besser hoch kann. Das ist einfacher und besser, wie als wenn man da, ne, jedes Mal hochschlittert und so hoch hüpft über die Erde und das ist, glaube ich, ganz gut. Und ich habe auch mal das Haus angefangen zu bauen oder weiter. Ja, doch, also ein zweites Haus zu bauen. Da habe ich gerade eben den Grundriss gesetzt. Und ich vermute mal, es ist wieder mal größer, als ihr erwartet habt. Es ist auch größer, als ich erwartet hatte. Ich hatte gedacht, dass ich die Gebäude generell ein bisschen kleiner mache. Aber wenn ich hier so in diesem Stil hier vorne halte, dann muss ich die schon auch hier recht groß machen eigentlich. Ich habe das Haus bereits auch schon mal so ein bisschen vorgebaut im Singleplayer und bin letzten Endes bei dem Teil hier gelandet. Ja, Leute, es ist kein kleines Ding, aber ich hoffe mal, es wird ganz cool. Und dann werde ich hier nochmal, da kommt noch was hin. Und hier kommt auch nochmal was hin. Sehr schön. Ja, also so in etwa ist dann der Grundriss von dem nächsten Haus. Da soll reinkommen zwei Villager, die Librarians sind, mir gute Sachen traden. Plus der Verzauberungstisch mit einer Bibliothek sozusagen. Dieses Haus wird ebenfalls auch nur eine Etage haben. Oben kommt dann das Dach drauf. Und idealerweise, wenn ich es kann, werde ich auch hier mit einer Brücke verbinden. Das heißt, dass wir vielleicht von diesem Haus hier rüberkommen. Aber Moment, dann muss ich es nochmal verschieben, ne? Yep, da muss ich nochmal einen Block nach vorne tatsächlich verschieben. Okay, das erklärt wieder einiges. Dann machen wir so, wir verschieben es einen Block nach vorne. So dass es möglichst zentral halt hier dann so dazwischen liegt, ne? Ja, okay, dann kann ich mir das offen lassen. Okay, wir packen es einen Block oder ein paar, genau, nee, einen Block nach vorne jeweils in der kompletten Geschichte. Aber dann würde ich mich da mal ranmachen und das schon mal loslegen. Und wir werden dann mal so kleine Fortschritte so ein bisschen zeigen. Ich muss mal die ganzen Baumaterialien holen und dann legen wir auch schon los. Und dann würde ich aber auch mal jetzt noch fix die Szene einblenden aus dem Stream. Das habe ich noch nicht gemacht. Moment. So, jetzt die Szene, wo wir Petrit eingebaut haben. Was bauen die denn da hinten schon wieder? Moment mal. Ist er da reinballern und hochschwimmen oder was? Ja, irgendwo musst du auch hinscheißen, du. Was genau soll das jetzt hier werden? Hey, bei mal, dir am Haus? Bau mal, warte, bau mal hier oben zu, dass nur noch ein Loch ist. Joe? Ja, dann haben wir ich hab nichts mehr. Können wir Rede gut machen. Wo seid ihr denn? Seid ihr jetzt bei Revi komm, im Haus? Wir bauen hier, warte, wir bauen ein Dach für dich. Oh. Dann mach einfach mit Eisenstangen zu, dann passt das wieder so. Hallo, wo seid ihr? Ich weiß auch nicht, ich will es auch sehen. Seid ihr? Habt ihr keinen Obsidian mehr, oder wie? Achtung, Achtung, Durchsage. G-Time fragt, wo ihr seid, Jungs. Bei Spark am Haus. Bei Spark am Haus. Was macht ihr schon wieder da? Guck ihn dir an. Die hast du dich, Revi, ne? Ich will dafür jetzt, Revi, ich will dafür jetzt einen Sub von dir. Das ist das Mindeste. Okay. Geld! Geld! Oh, ich hab 25 Euro Donation. Toll. Petrit? Ja? Yep. Ich hab deine Sachen eben nicht gelootet. Die sind, glaube ich, jetzt gleich despawned, ne? Ich hab das schon. Aber Petrit, wir können dir ein Bett geben. Dann kannst du immerhin schlafen. Oh mein Gott! Ach so, Revi, du bist das, Alter. Das ist ja nicht so besonders. Du bist eh reich.
Baby, giftet 5 Subs hier, Alter. Patrick, ist mit diesem Obsidian-Ding eingesperrt. Ich würde sagen, ein Problem weniger. Hat so groß, dass ihr den Block bekommt. Ich hab eine gute Idee. Ja, das geht. Pass auf, ich mach ein Loch rein. Ich krieg das hin. Nee, Joe, lass zu. Okay. Oh ja, gute Idee. Da. Das ist auch eine schöne Idee. Hör auf! Ja! Patrick, guck mal, dann hast du auch noch ein bisschen was zu essen. Du kannst ja versuchen, einen Federblock zu craften. Oh, den gibt's leider nicht. Dein Maul, Rebi. Wir geben dir noch ein bisschen Kohle. Ja, nicht zu viel Patrick, Kohle. Patrick, du willst ein Werkzeug haben, kann oder? Er ja gar nicht. Patrick, nee, du willst ein Werkzeug nicht. Haben, oder? Was? Gib ihm eine Hoe, gib ihm eine Hoe. Diamantenschaufel. Diamantenschaufel. Diamantspitzhacke. Ey, das was ist würdest so du denn für eine Diamant... Ja, ihr kleinen Bastard. Hat jemand Regeneration-Potion? Durch was kriegt der gerade Damage? Hunger. Regenerationsforschung, das hab ich sogar, solche Jungen. Ihr solltet. Ich hab daran gedacht, du kleine. Habt ihr Regenerationspotions? Das wäre tatsächlich. Gebt die mal bitte. Ich hab nur Heiltränke, ich kann Heiltränke holen gehen. Reicht auch, reicht auch. Ich brauche eine Weile, bis ich wieder da bin. Gibt's Hunger-Potions? Also die Regeneration-Potions? Die Fett, ist hier was zu essen, guck mal. Ne, ich gönn euch nicht. Du pass auf, Revi, falls du Dornen hast. Deine Rüstung. Nee, du Ratte, Early Boy, du Ratte. Oh, warum haust du mich? Leute, pass auf, falls ihr Dornen auf der Rüstung habt. Also ich hab meinen Dorn-Teil ausgelegt. Wer hat ihn? Oh. Kevin, Alter! Kevin! Was Kevin. Oh mein Gott! Du hast Dornen auf deiner Rüstung! Leute, ihr baut den Käfig aber auch wieder ab, das ne? Das hab ich komplett vergessen, sorry, Leute! Hä? Hey, was hast du gerade gesagt? Freiheit! Oh, Junge, Alter! Okay, diesmal habe ich auch vorbereitet komplett, dass ich genug Materialien für alles Mögliche habe. Und dann machen wir uns mal los und bauen mal hier zusammen, was wir halt eben so brauchen. Dazu, na, Cobblestones fehlen noch, aber das meiste wird ähnlich so in dem Stil wie hier drüben sein, nur ein bisschen anders noch mit einem kleinen Twist. Ihr seht, das Haus ist auch etwas größer und da kommt noch was Spezielles dazu. So, erstmal eine Menge an Cobblestone geholt und dann machen wir die hier hin und wir machen sie auch gleichermaßen hier hin. Denn auch das Haus wird wieder so ein bisschen hier auf Zäunen stehen, dies, das, aber in einer doppelt gemobbelten Art und Weise. Ganz streng genommen, hier hinten brauche ich es nicht, weil man es von außen nicht sieht, ich mache es aber trotzdem mal dazu. Damit das passt. Hier außen ist ein bisschen länger. Hier ist auch ein bisschen länger. Und hier können wir mal Fackeln setzen. Ja, da werden jetzt gleich Mob drin spawnen. Alles möglich, aber kommen wir noch zu. So, die machen wir auch weg. Erstmal alle Fackeln hier weg. Auch nochmal hier die Fackel weg. Gut, und dann ziehen wir das einmal rundherum. Das haben wir dann auch fertig. Ich sehe, ihr könnt euch noch nichts drunter vorstellen, aber... Es wird noch. Das ist doch auch mal ein schönes Grundgerüst. Und da kommen jetzt auch wieder Fences davor und so weiter und so fort. Genauso wie hier so ein bisschen entlang. Und wir brauchen noch eine ganz wichtige Zutat. Zunächst mal tonnenweise Holz, aber für die Sachen, die ich gleich machen will, brauche ich nochmal anderes Holz. Oder ich nehme einfach Dschungelholz, was ich so übrig habe, was ich generell nicht use, für Fässer, Barrels. Wir brauchen Barrels of Doom und die crafte ich mir eben auch mal. Oh je, Leute, da darf ich mir echt zu Tode craften. Ich befürchte, ich werde den Stream nochmal richtig dick Holz farmen müssen, aber richtig dick Holz farmen. So, Spruce Logs nehme ich wieder mit. Ich habe mal über drei Stacks Barrels mal besorgt. Ja, wir brauchen so viele und machen wir noch alles. Achso, bevor ich es vergesse, Sonne geht auf oder Sonne geht unter? Sonne geht auf, sehr gut, da muss ich gar nicht schlafen gehen. Die Sache mit den Barrels ist halt die sehen halt einfach sau gut aus. Ich kann nicht anders, ich muss die usen. Und jetzt ziehen wir hier in so einer Reihe außenrum, sogar hier drauf. Einfach einmal komplett außenrum eine Reihe Barrels. Ja, passt schon. Und dann mache ich das eben mal. Gut, dann sind jetzt überall Zäune gesetzt. Plus einmal eine Barrel-Reihe ist drüber gestülpt. Und jetzt wird es nochmals interessant, denn jetzt brauchen wir Slabs. Und zwar eine ganz gute Menge an Slabs. Diese kommt jetzt hier nur außenrum. Und, Moment, nicht, doch, Sekunde, nevermind, war doch richtig, ich muss mal gerade nachschauen, also ihr kommt einfach alles mit Slabs jetzt voll, kompletto Paletto mit Slabs,
Und etwas weiter hier hinten kommen jetzt gleich auch nochmal Barrels und so hin. Aber dazu kommen wir gleich noch. Hier ist so ein kleiner Außenbereich, wo man drumrum laufen kann, Anführungszeichen. So. Und hier können wir jetzt so die Wände nach oben ziehen. Genauso wie beispielsweise hier. Hier ist dann einfach ein Eingang. Und ich hatte das prinzipiell so gemacht, dass auch hier noch Fences stehen. Plus Barrel. Plus Barrel drauf. So, und dann können wir beispielsweise eine Treppe machen. Hier vorne wird der Eingang sein. Da kommt hier so eine Spruce Stair rein. Jep. Und jetzt heißt es wieder hier schön mit den Dingen ausbauen. 1, 2, 3. Zack. Und das wird dann einfach rasiert. So, um den Dreh. Und dann geht das ähnlich wie da vorne halt hier rein. Die Höhe, die wir haben, ist eigentlich ein kleines bisschen höher, als wir es hier gerade sehen können. Denn, ich tue mal kurz die Fackeln raus wieder. Dann haben wir wieder Barrels drauf. So. Und jetzt hier die Stämme einmal. Zack. Und wie kommen wir am besten darüber? So, in der Mitte hier wird jetzt Fenster sein. 3. 1, 2, 3. Den. Ja, werde ich das mal gemacht hier eigentlich. Hat ich anscheinend runterstehen lassen. So in der Art. Einmal reinhacken. Und auch einzeichnen. Und ich glaube hier oben auch ebenfalls. Da kam dann das Dach drüber, wie ich das in etwa hier vorne hatte. Ich glaube, ich hatte da nicht weitergemacht, ne? Nee. Ich hatte hier allerdings Stairs gesetzt, damit die so von oben ein bisschen verdecken. Oh, ich habe noch 64. Machen wir auch noch ganz fein. So. Nee, Quatsch. So, so. Und meinetwegen so. Und hier kommt eine Laterne oder so noch dran. Auch wenn noch seitlich da auch welche dazukommen. Aber passt schon. Und jetzt heißt es erstmal das Haus hier fertig bauen. Oder hier in dem Maße weiterzumachen. Gleichermaßen geht es hier einmal hoch. Ich hoffe mal, es kommt an den entsprechenden Stil ran. Sollte ähnlich sein. Nur nochmal mit so einem Außengang davor in einer anderen Richtung. Geht es hier rein. Und rechts und links sind die verschiedenen Teile. Aber da muss man ein kleines bisschen weiter bauen. Wir stopfen das hier mal mit Schlepps zu. Ja, und dann wird das hoffentlich gut aussehend. Ja, gesagt, getan. Im nächsten Schritt würde ich sagen, packen wir auch hier wieder die Fences rein und Barrels drauf. Ich habe das einfach mal einheitlich gemacht. Auch wenn die streng genommen gar nicht mehr von außen gesehen werden. Aber die Barrels muss ich irgendwo draufsetzen. Dann mache ich es einfach ordentlich und packe hier auch noch Fences rein. Vielleicht entscheide ich mich ja mal irgendwann, hallo, das da vorne wegzumachen. Das ist gerade ein bisschen rumgeleckt. Und es sah gerade nicht so aus, als wenn ich das platzieren könnte. So in der Art. Hier nochmal. Und auch hier nochmal. Und dann haben wir das schon auch geschafft. Yep, dann haben auch die Stellen schon fertig. Und hier wieder Barrel, Barrel, Barrel. Und die Reihen machen wir auch voll. Und hier wieder, nein. Stamm, Stamm, Stamm. Der geht nach oben. Gut, auch wieder soweit getan. Jetzt nur die Sache ist die. Ich habe eine Idee für innen. Ich habe so eine wahnsinnige Idee für innen. Für den Fußboden. Und zwar möchte ich verkehrt rum gedrehte Fässer haben. Weil das so eine schöne Fußbodentextur auch geben würde. Außen halt so eine Holztexturen, innen nochmal eine andere. Also wenn ich die... Nein, das ist das falsche Ding. Aber wenn man Fässer halt verkehrt rum platziert hier und dann hat man so eine richtig schöne Fußbodentextur, die nochmal ein bisschen anders aussieht. Würde ich ja gerne hinkriegen, aber dann muss ich das alles einmal füllen und dann muss ich auch einmal runterbauen sozusagen und dann einen Block nach oben gucken, ja. Und hier in etwa muss das dann dran. Da darf ich einmal hier komplett die Fläche wegrasieren. Und ich befürchte, dass ich nicht genug Holz für so viele Fässer habe. Das heißt, das kann ich jetzt auch tatsächlich gar nicht fertig machen, glaube ich. Wir müssen von innen nochmal die Cobblestones entfernen. Und dann die Barrels auf den Kopf gestülpt platzieren. Das wird interesting. Vor allen Dingen, wenn ich die dann einmal im Rahmen außen gesetzt habe, muss ich gleich wieder die Steine drunter packen, damit man da nicht durchgucken kann. Immer so hinter den Zäunen. Oder beziehungsweise, ja, jetzt wo es steht, geht's eigentlich, aber... Muss ich ja streng genommen gar nicht mal mehr die Steine und das Zäune hinbauen, oder?
wie auch immer. Egal. Jedenfalls, es soll auf der entsprechenden Bodenhöhe sein. Wenn ich jetzt hier reinkomme. Ja, jetzt, so, dann ist das jetzt hier so mein Fußboden. Und dafür habe ich nicht genug Fässer. Ich kann ich gleich nochmal neu craften, aber... Das ist mal ein Boden. Ja, in der anderen Richtung genauso. Ja, läuft. Und auch hier nochmal. Und wir gehen dann bald die Fässer aus. Oder hey, wie lange reicht das denn? Ich habe noch einen kompletten Stack. Sieht jetzt erstmal recht vielversprechend aus. Wir können es auch gleich nochmal von oben angucken. Ja, mache ich eben mal. Gut, das letzte wurde gesetzt. Dann buddel ich mich mal hier raus. So, und so sieht... Oh, ja, so sieht der Fußboden aus. Perfekt. Aber wir brauchen einfach noch viel mehr von den Fässern. Viel, viel mehr. Genauer gesagt muss ich sogar hier unten das noch ein bisschen anders bauen. Fällt mir gerade ein. Müssen wir so machen. Dann müssen wir auch hier wieder einmal so eine Reihe machen. Und nach oben bauen. Ebenfalls. Und wenn ich schon oben bin, einmal so zu. So. Und das Problem ist, es kostet halt jetzt stammweise. Zu teuer. Ja, das Holz von welchem Streamer. Ich werde das Haus auch wahrscheinlich nicht fertig kriegen. Das heißt, nur mal jetzt so die Anfänge. Aber ich glaube, wir sind ganz gut dabei. Dafür, dass unser eben ein Video packt, ging das fix. Ich weiß sonst nur, dass es ein bisschen länger mal dauert, aber. Ja, Material war ja besorgt. Hat ja auch jemand gerade gepennt. Super gut, dass man das auch alleine kann, wenn nur 3-4 Leute auf dem Server sind, was gerade der Fall ist. Und check. Ja. Dann hier geht's nochmal nach oben. Genauso wie hier. Da bist du schon hochgezimmert. Das ist eine wahre Pracht. Ich müsste vielleicht eigentlich mal eine Timelapse machen, aber... Es gibt so einen Replay-Mod. Ich habe den bisher noch nie ausprobiert. Kann ich dann, wenn ich einfach mit meinem eigenen Spieler, also falls jemand kennt, mit meinem eigenen Spieler ganz normal bauen und dann am Ende habe ich auch schon einen, eine Timelapse praktisch aufgenommen. Wäre mal gut zu wissen. Habe ich bisher noch nie genutzt, aber ich weiß, ein paar andere haben den schon mal genutzt. Ja, wäre halt natürlich dreifach praktisch, ne? Aber... Ja, auch nochmal. Dann haben wir es gleich geschafft. Jupp. Und jetzt kommt einfach nur noch das große Axten. Denn einem außen rum gehen. Und wir müssen hier die Stämme einmal wieder ready machen. Die Säulen hier in der Mitte, die lasse ich natürlich. Die werden nicht weggeaxtet. Aber das sieht so absolut nicht schön aus. Und deswegen einmal rumgehen. Ich würde generell gern öfters versuchen, mit entrindetem Holz zu arbeiten. Da denkt man voll oft nicht dran. Man nutzt es einfach so prinzipiell nicht, glaube ich, beim Bauen. Aber... Das sieht eigentlich echt geil aus, deswegen nehmen wir das mal. Und ich finde es auch ganz gut, wenn die dunkle Spruce-Textur da ist. Also das ist mein Lieblingsholz, das Spruce irgendwie. Passt aber auch dennoch hier einigermaßen rein. Oh nein, das ist jetzt natürlich hier ein bisschen schlecht. Leider kann man das nicht mehr zurück verwandeln, deswegen muss ich jetzt mal abbauen und ersetzen. So vielleicht. Vielleicht muss man auch hier gar kein Fenster machen. Wir können mal gucken, ob wir das irgendwie zulassen oder eine Tür reinmachen oder irgendwie was. Na, innen muss halt genug Platz sein für ein Enchantment-Table. Ich denke mal, das kriegen wir hin. Das Haus auch zentriert gebaut. Jupp. Und dann ist das erstmal so weitestgehend der Zwischenstand. Der nächste Schritt wird mal wieder einer der schwierigsten. Und zwar, wir brauchen ein Dach. Und zwar ein gut aussehendes und passendes Dach. Und da würde ich tatsächlich sagen, das Dach geht bis hier in diese Ecke. Bis komplett in diese Ecke. Und da wird es zunächst erstmal hier so zwei Ebenen geben. Oder zwei Blöcke lang die Slabs. Und dann geht's hoch und dann machen wir genauso ein Pagodendach wie hier drüben. Nur halt ein bisschen, vielleicht ein kleines bisschen größer. Okay, ihr habt nochmal nachgeguckt. Und zwar eine Schicht Slabs erstmal. Und dann im nächsten Step kommen hier die Stairs dran. Die dürfen noch so um die Ecke gehen. Ja, in der Ecke kann man streiten, hier vorne müssen wir gucken, aber einmal weiterbauen, ist ein bisschen Fuselarbeit, aber
erstmal so außen rum gehen. Ich würde da so ein kleines bisschen überdachtes Ding hier nach vorne machen. Also wo der Eingang hier vorne ist, dass man da so ein paar Treppen hochgeht oder so. So in der Art. Und jetzt heißt einmal rundrum. Und langsam kommen wir an die Stelle, wo wirklich das Material ausgeht. Ich habe noch ein paar Spruce Planks, die würden auch im nächsten Schritt noch einmal drankommen. Denn das Dach muss erst langsam steigen und dann stärker. Und ich muss auch dran denken, hier eigentlich auszuleuchten. Auch wenn ich das dieses Mal vielleicht mit Laternen machen würde. Und nicht mit Fackeln wie da drüben. Das gefällt mir echt nicht, wie das da drüben ist. Da müssen wir mal gucken. Ich kann sowieso ein bisschen dekadenter mit den Laternen jetzt ausleuchten. Wegen zu viel Eisen. Von daher geht das schon klar, der Verbrauch, denke ich. Naja, hoffen wir mal. Aber ich würde noch einmal rumgehen, soweit wie ich kann. Und dann muss ich aber leider sagen, out of wood. Ich glaube, ich habe noch ein paar Stacks unten, aber das kommt jetzt gleich. So, den Teil erstmal fertig. Dann mit Laternen. Ja, wir können mal gucken, ob wir gleich großzügig und richtig hin platzieren können. Aufs Dach. Ja, und dann einfach mal alle entsprechenden Schritte. So, hier irgendwie eine Laterne drauf geknallt. Da kann eine hin. Hier könnte eine hin. Und hier in die Ecke wieder. Aber so ein bisschen mit den Säulen hier abgestimmt, dass es auf einer Höhe ist. So vielleicht. Ja, und so vielleicht. So vielleicht. Ich hoffe, das passt. Okay. Yep, so viel dazu. Jetzt heißt es, weitere Fässer besorgen. Fässer des Todes. Alter, brauche ich viel von. Ich habe in verbleibendem Junglewood nochmal ein bisschen was gecraftet. Eventuell hilft das ja auch. Ja, komplett fertig wird es nicht werden, aber... Holzfarming-Stream. Naja, es sollen ja noch mehr Häuser hinkommen, die genauso groß sind. Oder das heißt genauso groß, die können auch ein bisschen kleiner sein. Das Problem hier bei den Librarians ist, hier müssen zwei Villager rein und ein Enchantment Table. Und die anderen Häuser, die können alle kleiner sein, weil da ja keine große Struktur rein muss. Außer vielleicht bei einem Nether-Portal-Haus oder irgendwie sowas. Weil das würde ich auch noch gern, wenn es geht, irgendwie integrieren und einbetten. Das Nether-Portal. Dann kriegen wir das hier. Ich glaube, hier hinten die Ecke kriegen wir voll... Na, nicht ganz. Okay, einer fehlt noch, aber. So, zwei Stacks noch an Fässern. Dann können wir auch schon mal anfangen und hier die Zäune setzen. Denn an die Ecken kommen jetzt natürlich überall Zäune dran. Die gehen auch so ein bisschen hier oben entlang an der Seite. You know, you know. So, und das sieht auch schon mal ein bisschen anders aus als beim anderen Haus. Es ist aber auch naheliegend, dass das irgendwie so verbunden wird, glaube ich. Genau, und an einigen Stellen, zum Beispiel hier, können wir auch wieder verbinden. Ne, wenn das so gegenüber von so einem Stamm ist vielleicht. Sieht er da besonders förmig aus, deswegen. Yep, und genau jetzt geht mir wieder alles aus. Dann können wir hier noch eine Laterne. Da eine Laterne. Dann hier kommen immer die Mitten welche. Dann hier die Mitte welche. Und die Frage, ob ich hier rüber gehe, ne, aber... Dann den und den. Es muss nicht symmetrisch sein. Ich habe jetzt hier nur, ja, eine ungerade Anzahl ist nicht symmetrisch zu der Seite von dem Haus. Und das geht ja einfach hier rein, aber was soll's. So, keine Zäune mehr. Ja, das ist auch okay. Ich habe ich alles verbraucht. Ich habe alle Slabs verbraucht, alle Stairs. Alle weg. Jetzt habe ich noch eine Hoffnung, nämlich, dass noch ein bisschen Holz drin liegt in der Kiste. Ja, ah, okay, oh, wir haben noch, okay, gut, gut. Wir haben noch ein ganzes Weilchen was für, hab irgendwie gedacht, wir müssen knapper bei Kasse, aber. Sticks und dann Fences. Da, die normalen Fences, das reicht. Ich habe nochmal knapp zwei Sticks gemacht, aber machen wir hier mal zu. Außerdem kommt noch was zum Einsatz. Ich brauche ein paar Stairs noch. Ich habe mir hier vorne freigebuddelt und ich kann jetzt hier so die Stairs integrieren. Die landen genau richtig drin, dass das passt. Und hier oben können wir auch dran setzen. Da können wir dran setzen und dann hier mit einem Fenster wieder runterziehen.
ganz klassisch. Aber das bringt auch nochmal ein bisschen Tiefe und Volumen rein. In die komplette Häuserfassade. Und da oben würde ich allerdings sagen, na, wir müssen gleich nochmal hoch wegen dem Dach, aber ja, ich mache auch hier so einen hin. Ich habe aber schon mal die Löcher aufgebuddelt, damit wir hier gut vorankommen. Egal, lasse ich die spawnen, hüpfe jetzt nicht rein. Dann einmal alle Ecken. Sehr gut. Gleich alles geschafft. Aber ich mache das eben fix und auch mal die Zäune runter. Ja, ich muss sagen, ich bin noch recht weit gekommen in der Folge. Ein paar kleine Details und alles fehlt. Und auch der Rest vom Dach ist halt ein bisschen rumgewurstelt jetzt mit weiteren Blöcken und so. Aber das sieht doch schon nett aus. Ich sehe, die Folge wird gerade mal wieder richtig lang. Aber für einen Part ist es, glaube ich, gar nicht mal so verkehrt, der Fortschritt. Details kommen noch. Natürlich, der Berg wird noch ein bisschen abgehakt. Der Weg geht dann hier vorne so vorbei. Das passt. Ich würde das so lassen erstmal. Also, fertig bauen wahrscheinlich heute im Livestream und weitere Gebäudeplanung ebenfalls. Ich muss mal mein Game upsteppen, bei dem Dorf ein bisschen vorankommen. Irgendwie tiltet es mich das, dass ich bautechnisch vorankomme. Let's go. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, lasst krachen. Ciao, ciao.